Willkommen zur 24. Folge von Ni no Kuni. In der letzten Folge haben wir noch einen Vertrauten endlich mal bezirzen können, ne? Haben wir unseren ersten Vertrauten endlich mal fangen können, nachdem uns in der vorletzten Folge alles erklärt wurde. Ja, wir haben einen wilden Vertrauten fangen können, der sich auch gewehrt hatte. Und wir haben auch jetzt neue Aufträge bekommen. Die ich jetzt gerne noch mal sehen würde. Ja, hier der scharfe Scheich. Wir sollen seinen Enthusiasmus wiederherstellen. Damit wir ein Gewürz kriegen, das wir für einen nächsten Auftrag hier benutzen können. Der möchte nämlich drei Zutaten und eins davon gibt es nur beim scharfen Scheich. Das heißt, dieser Auftrag zählt eigentlich noch mit zu diesem Auftrag hier. Also zwei auf einen Schlag. Ist doch toll, nicht? Also wenn es insgesamt 79 Aufträge gibt, bitte, ich habe kein Problem damit. Dann gibt es hier natürlich noch Monsterjagden. Jetzt schon bis 90. Also es gibt mindestens 90 Aufträge. Bis jetzt. Ich weiß ja nicht, wie es noch weitergeht. Vielleicht gibt es ja noch 100, 200. Keine Ahnung. Ist mir jetzt auch relativ egal. Ich versuche sowieso alle zu machen. Okay, soweit. So gut. Wir gucken auf die Karte. Gucken, ob wir hier irgendwas finden, was wir benötigen. Für irgendwas, das wir später brauchen. Und ja, hier gibt es nochmal ganz am anderen Ende dieser Wüste etwas. Und ich soll eigentlich erstmal dorthin, zu dem Vulkan, weil der wohl kurz vorm Ausbruch ist und da wohl ein Stein locker ist. Ein großer Fels oder so. Okay, wir drehen erstmal um und gehen zu dem blauen Punkt. Da ich ja doch lieber erst hier Aufträge mache, bevor ich mich der Story widme. Aber da hier ja nichts weiter angezeigt wird, machen wir erstmal dann, nachdem ich das, was ich hier holen soll, erstmal mit der Story weiter. Was ist das denn? Ne? Weiter oben, okay. Und das Ding rennt vorwärts weg. Genau, eins von diesen hier sollen wir fangen. Und das hier rennt uns sogar hinterher. Na gut, oh, dann halt nicht. Nein, schon wieder ich verwechsel das hier. Okay, wir müssen jetzt nach Norden. Was gibt's denn da? Oh, da ist uns was in die Arme gerannt. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Aber der Funkenfalkier hier hat so einen lila Turban. Das könnte einer sein, den wir auch brauchen. Für den einen Auftrag. Und dann macht es erstmal alle hier. Und das hat kein Herzchen, schade. Ich glaube, einen Funkenfalkier haben wir gefangen. Genau, das heißt ja Funky. Aber das wollen wir selber behalten. Das heißt, wir brauchen eins, das wir für den Auftrag auch nutzen können. Oh, sahnige Milch. Na, lecker. Wichter, Stufe 6 erreicht. Greifi hat Stufe 5 erreicht. Drachilein hat Stufe 5 erreicht. Kraftprotz hat Stufe 6 erreicht. Okay, da rennt irgendwas hier hastig hin und her. Ich glaube, was ist das hier denn? Ist es eine Maus, hä? Ein Tiger. Angreifen, natürlich, das ist ein Tiger. Okay. Ist so wie Garstiger, aber halt nur Kräftiger. Kräftiger als Garstiger. Wie auch immer. Kommt ja selbst durcheinander. Okay, auf jeden Fall hat er nicht ganz so viel Energie, wie ich dachte. Komm, hier Schmetterschlag. Schnitter, komm. Auch mal. Oh, nur 7? Was soll das denn? Das ist ja voll schwach gewesen jetzt. Das hast du doch schon mal besser hingekriegt. Müssen wir hier das Ding anwenden.
Okay, wir müssen mal kurz wechseln. Wir wechseln hier doch mal auf Greifi hier. Und auch es hat jetzt zu Trachyline gewechselt und oh scheiße, wir sind hier fast abgekratzt, aber wir wurden noch in letzter Sekunde geheilt. Na, was wird das denn hier? Sag mal, Greifi, du bist doch voll schwach. Nein, stopp. Ich wechsle hier zu Oliver. Der wird jetzt mal schnell Proviant. Ich hasse es, wenn ich hier mal gegen eine unsichtbare Wand renne. Wir stellen natürlich mal 100 MP wieder her. Scheiße, was... Mann. Alter, lass mich in Ruhe. Was soll das denn jetzt? Du wurdest besiegt. Yay, komm, ich wurde nicht besiegt, Mann. Nicht von dem Scheißding. Fortsetzen. Was? Du wirst 10% deines Geldes verlieren. Wann haben wir denn das letzte Mal gespeichert? War ich da schon draußen? Hey, nee, vergiss es. Nein. Ungespeicherte Fortschritte gehen verloren. Mir scheißegal, ich verliere mein Geld nicht. Nicht wegen so einem Scheiß kräftiger. Ich kann die vergessen. Neue Herausforderung 1652. Ja, das ist so ungefähr der Anfang der Folge hier. Wir haben gar nichts geschafft. Ja. Gut. Am Anfang ist sowieso nichts passiert. Wir sind ja nur hier durch die Wüste hier gerannt. Um gar nichts zu packen. Uns hat zwar so ein Funki angegriffen, aber auch das konnten wir nicht fangen. Also haben wir gar nichts gepackt. Ja, da werden wir jetzt plötzlich wieder angegriffen. Da ist wieder ein Funki dabei und ein Lumpi. Lumpi. Das wird wahrscheinlich Lumpi heißen, wenn man es fängt. Wenn man es überhaupt fangen kann. Was? Da hat gerade verflucht. Stopp. Erster. Jetzt wird's nicht los. Und wir haben es gefangen. Lumpenschirm ist gezähmt. Der Lumpenschirm ist gezähmt. Und wir haben den Kampf gewonnen. Ich konnte gar nicht sehen, dass wir den Funky da irgendwie besiegt hätten. Aber von mir aus. Wichtler Stufe 6 erreicht. Wegegreif hat Stufe 5 erreicht. Und Dragoner Stufe 5 erreicht. Kraftbox hat Stufe 6 erreicht. Soweit waren wir doch schon mal. Ja, natürlich wollen wir Lumpenschirm behalten. Lumpi. Kann ich den gleich in das Dings hier befördern, oder? Ja, möchte ich. Lumpi ist ein Vertrauter. Ich möchte ihn aber... Ach, Mann. Ich soll doch hier die scheiß Bananen-Dings hier einfangen. Und natürlich ist es weg, bevor ich überhaupt angreifen kann. Aber wir werden hier jetzt mal einen kräftiger angreifen. Mann, der rennt aber ziemlich schnell hier. Ne? Den habe ich jetzt aber von hinten angefallen. Wir sollten die Oberhand haben, ne? Aber scheiße ist... Wir haben ihm gesagt, dass wir ihn angreifen wollen. Also weiß er, dass wir da sind. Trotzdem werden wir ihn angreifen. Mach Schmetterschlag. Alter. Mach es fertig. Du kannst es. Nur du hast die Macht. Oh, 3-1. Was ist das denn hier? Ach, scheiße, Mann. Alter. Statt LP und MP vollkommen wieder her.
Gibt es etwas, das Tod heilt? Weißbrot. Hilft das? Nein, hilft nicht. Und das hilft auch nicht. Alter! Augenöffner, halt Blindheit. Halt Verwirrung. Aber es gibt nichts, das Tod heilt. Alter! Was soll der Scheiß? Nein, wollen wir nicht. Ich will meine Kohle hier nicht für irgendwas Scheiß ausgeben hier. Dafür habe ich viel zu lange für gespart, um so viel Verlust zu machen. Obwohl ich nicht weiß, wofür ich meine Kohle überhaupt ausgeben soll. Außer für Heilgegenstände. Kann ja wohl nicht sein. In welchen Laden kriege ich jetzt hier Heilgegenstände? Karte. Hier wird einem aber auch gar nichts richtig erklärt, wo man was kriegt. Dort gibt's Waffen, hier gibt's Aufträge. Hier gibt's, keine Ahnung. Sieht aus wie Malerzubehör oder sowas, keine Ahnung. Drei Farbtropfen auf einer Farbplatte oder sowas. Könnte das darstellen? Ich weiß es nicht. Alter, die Hexe kenne ich doch von irgendwoher. Wer ist da? Oh, ein Kuhhunde. Kann ich behilflich sein? Ja, bei Bananen kaufen. Hebt Flüche auf. Halt, Schläfrigkeit, Blindheit, bringt wieder zu Bewusstsein. Genau das kaufen wir jetzt. Achtmal? Ich glaube, zwei reichen fürs Erste. Eiskaffee, Weißbrote. Gib mir mal 200. Kommen wir mal hier auch auf 1000, oder? Wir haben Kohle. Wird immer ein bisschen viel. Okay, 40 reichen. Fürs Erste. Von mir aus noch ein paar Eiskaffee. Oh ne, die sind viel zu teuer. Vergiss es. Die mag ich nicht. Aber hier kann ich sogar diese Zubehör kaufen. Für die Vertrauten. Kann ich die damit füttern. Kugelei. Frisches, kugelförmiges Ei mit Nährstoffen vollgepackt. Wichtiger Bestandteil jedes Frühstücks. Okay. Zartes Fleisch. Das brauchen wir ja auch. Wissen wir schon mal, wo wir es herkriegen. Ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Geht's wieder raus. So. Für den Fall, dass wir jetzt wieder irgendwie umfallen. Aber vielleicht gehen wir doch erstmal zu dem Vulkan. Und danach können wir uns dem Tiger da nochmal nähern. Machen wir jetzt doch erstmal mit der Story weiter. Schon zu viel gefailt heute. Ich werde erstmal die anderen Tierchen hier aufleveln. Babamino! Ja, das sieht aus wie so Bananenstauden, ne? Holen wir uns mal eins von diesen Tierchen. Ich glaube mal, die will ich auch nicht irgendwie jetzt zählen. Alter, was hauen die denn immer nur so drauf? Geht ja mal gar nicht. So, jetzt haben die wieder die Stufe erreicht, die sie vorher auch erreicht haben. Das werde ich jetzt nicht mal vorlesen hier. 5, 6, 7, 7, 8, 10,
12, 30, 875.773. Nein, falsches Menü. Mann, immer. So. Hier auf den Bergen Glitzerzimmer. Wie komme ich denn da hoch? Gibt es da einen Weg hoch? Okay, da werde ich hier mal ein bisschen gegen die Skelette wieder kämpfen. Und sogar haben wir jetzt die Oberhand. Dickschädel. Unser Wicht, der muss erstmal wieder ein bisschen hochleveln, damit er wieder richtig auszahlen kann. Der war ja schon mal wieder Level 1 durch die scheiß... ich meine durch die sehr gute Evolution, die ihn wieder sehr schwach gemacht hat. Oh, Luffy hat Stufe 17 erreicht, ist bereit zur Evolution. Sogar über einige, wie auch immer das ausgesprochen werden will, ist eine Stufe höher. Und jetzt kämpfen wir wieder gegen so eine Sonne. Sommersonne. Ist vielleicht auch eine blinde Sonne? Nice. Wieder nice. Ja, na toll, jetzt hat's das Vieh gekriegt. Sollte Oliver kriegen. Jo, unser Wichtel hat jetzt Stufe 7 erreicht. Und Wichtel hat den Dreck Feuerschleuder gelernt. Kraftwurz hat Stufe 7 erreicht. Er lernt auch natürlich auch Feuerschleuder. Jedes Tier hier kann Feuerschleuder erlernen. Ist doch klar. Aber hier ist noch so ein Ding, was der Typi haben möchte. Und so ein Dickschädel. Vielleicht kann ich sogar einen Dickschädel zählen. Wer weiß. Alles ist möglich. Hoffe ich doch mal. Na, hat's Herzchen? Nein, hat's nicht. Was? Wo ist denn jetzt der Dickschädel hin? Hat's den schon zerfleddert? 6, Stufe 6, ja, wundertoll. Drachilein geht später bestimmt auch übelst ab, wenn der mal ein bisschen hochgelevelt ist. Das ist ja ein Drache, ne? Den möchte ich gerne mal in der letzten Evolution sehen. Bestimmt ganz süß. So wie jetzt. Nur noch süßer. Und da haben wir beide, die wir einfangen sollen. Für unseren Kollegen. Der zu feige ist, sich diesen Tierchen hier zu stellen. Natürlich gibt es hier keine Herzchen für und hier auch nicht. Die wollen alle nicht gefangen werden. Wie viel? Okay, geht noch. Jetzt kämpfen wir mal gegen Garstiger, den kriegen wir ja schon fast im Schlaf geschlagen. Naja, Garstiger zuerst. Oh. Moment, stopp! Stopp! Esther, du wirst Garstiger fangen, bezirzen. Jo, und Garstiger ist gezähmt. Oh, Oliver hat auf Greifchen gewechselt. Schön, dass es auch mal zu sehen ist. Ist eigentlich ein schönes Tier, finde ich. So eins sollte es mal in Wirklichkeit geben. Würde ich mir sofort als Haustier holen. Nur wenn das stinkt wie ein Hund, dann fliegt es sofort wieder raus. Vogel mag ich ja. Vielleicht kann man ihn sogar sprechen beibringen. Natürlich will ich Garstiger behalten. Tigi, okay, von mir aus soll er ruhig Tigi heißen.
Okay, jetzt geht's hier rauf auf den Vulkan. Oh, was ist denn hier, Feines? Was greift uns denn da an? Butze. Butzemännchen? Butzemännchen. Das ist ja ein lustiger Name. Butzemännchen. Angriff. Na, die lassen sich ja recht gemütlich zermetzeln, ohne groß Aufstand zu machen. Und wie viel Erfahrung geben die? Nur 50. Also 25 jedes. Erst hat Stufe 13 erreicht. Toll, schön, dass die auch mal aufsteigt hier. Ich speichere nochmal kurz. Aber weiter geht's trotzdem. Speichern erfolgreich. Und ja, jetzt lohnt sich's wieder, jeden Kampf anzunehmen. Weil wir müssen ja noch stärker werden, damit ihr dann den Kräftiger beim nächsten Mal schlagen könnt. Auch unsere Vertrauten, die hier noch nicht so stark sind, werden jetzt auch dann derzeit auch stärker. Stopp! Das fangen wir natürlich sofort. Na, bezirzen. Und da haben wir es auch schon. Das Butzemännchen ist gezähmt. Das heißt dann wohl Butzi oder wie? Oh, das kann. Noch ein Butzemännchen. Ich weiß nicht, soll ich das auch noch anfangen? Na gut, ich fang's mal. Kann man vielleicht noch für Dings hier Evolution und so, damit wir alle Evolutionsstufen mitbekommen. Sogar wenn man sie hier gezähmt hat, bekommt man die Erfahrung. Putz. Und Putz ist mir ein bisschen zu normal. Nenn was Putzi. Ja, aber halt mal, wurde ein Schlupfloch gesandt. Und das hier nennen wir Putzel. Auf 3 kann ich hier anderer vorschlagen. Putzel. Butz, Butzi, Butzel. Nennen wir es Butzel. Okay, also gibt es hier für die Viecher auch mehrere. Das habe ich jetzt erst mitgekriegt. Ach, was bist du denn für eine? Lichtlein. Mhm. Und eine Sommersonne. Heiße Luft. Ist der jetzt gerade auf den Bräuler eingeschlagen? Hat mein Wichtel jetzt wirklich gerade den Bräuler geschlagen? Oder wollte er? Das sah jetzt so komisch aus. Schlägt hier so Richtung Bräuder. Greifheitsstufe 7 erreicht. Greif hier allein den Dreck. Stein. Oder. Stein, oder. Okay, Drachenleinheitsstufe 7 erreicht. Dreck Tornado. Oh, hier beginnt die Erde zu beben. Vielleicht war das auch wirklich nur mein Magen. Ich weiß es nicht. Fragezeichen. Okay, hier kommen wir nicht rüber, oder? Oh Mann, schau dir den Lavafluss an. Hey, kannst du nicht einen Zauber... Kennst du nicht einen Zauber, der uns da rüberbringt, Olli? What? Ja, da gibt's den Zauber, der nennt sich Brücke. Den können wir ja mal... ebenso aus Spaß mal kurz zaubern. Weil's so schön ist und wir den Zauber noch nie gezaubert haben. Okay, aber geblendet von dem Licht würde ich eher in die Lava fallen, als auf der Brücke zu stehen.
nachdem die Brücke hergezaubert wurde. Aber naja. Hier wird man immer noch angegriffen. Die haben noch keine Angst vor uns. Das heißt, hier können wir noch wunderbare Erfahrungen sammeln. Besonders unser Wichtel muss mal wieder auf die Höhe kommen. Okay, das dürfte eigentlich jetzt kein Problem mehr sein. Oh, warte, das Ding können wir sogar auch reinfangen. Ist ja krass. Werden wir uns natürlich gleich mal krallen. Die Sommersonne ist gezähmt. Wir haben eine Sonne gezähmt. Wird uns im Winter sicher äußerst nützlich sein. Wichter Stufe 9 erreicht. Kraftprozess Stufe 9 erreicht. Ja, natürlich wollen wir die Sommersonne behalten. Sonny. Ja, was gibt's noch? Corona. Scheibchen, das ist doch mein toller Name. Glühi. Sonny. Oh, nennen wir Sonny. Sonny ist ein toller Name. Und was finden wir hier? Du erhältst ein... Was? Ich hab's nicht lesen können. Du erhältst ein und weg war's. Qualmhöhe. Gut, ich speichere hier nochmal kurz. Wer weiß, wann ich da drin das nächste Mal speichern kann. Und die Folge geht noch ein bisschen. Also bis mindestens 30 Minuten möchte ich heute schon noch spielen. 17.22 Uhr. Es wird langsam mal wieder Zeit für eine Pause. Aber... mal gucken, was jetzt kommt. Eine Szene oder so und dann bin ich wieder glücklich. Kommt. Oh, jo. Doch keine Szene. Und ich muss wieder vorlesen. Na toll, okay, mache ich. Das ist also die Qualmhöhe. Oh je, der ganze Berg steht in Flammen. Ja, das ist so für einen Vulkan, der ausbricht, dass da nun Flammen kommen. Durch dieses heiße Zeug, das man Lava nennt. Wow, ich habe den Berg immer nur vor der Stadt, nur von der Stadt aus gesehen. Noch nie aus nächster Nähe. Ja, es gibt immer das erste Mal für irgendwas, ne? Nicht rumstehen und glotzen, hier ist es nicht gerade sicher. Deshalb machen Menschen und Feen normalerweise den großen Bogen um das Ding. Und überall, wo wir nicht oft hinkommen, wimmelt es sicherlich von Viechern. Macht euch bereit, das wird kein Zuckerschlecken. Aber vielleicht Eisschlecken, ne? Das sollte ich vielleicht noch verbrauchen, bevor wir hier durchlaufen und uns das Eis alles wegschmilzt. Pass auf die Lava auf, Oliver. Ich fürchte, dass selbst ein Zauberer es nicht überleben würde, da rein zu plumpsen. Keine Sorge, ich bin ganz vorsichtig. Wenn wir alle zusammenarbeiten, werden wir es schaffen, so wie wir die Prüfung gemeistert haben. Du hast recht, das nenne ich inspirierend. Schick, brechen wir auf, oder? Keine Pause, bis wir den Gipfel erreichen. Ja, darauf freuen wir uns schon, den Gipfel. Es ist doch wohl der Gipfel, oder? Hier nochmal schnell LPMP heilen. Nochmal kurz speichern. Hätte ich eigentlich draußen nicht speichern müssen. Und ja, die Folge ist eigentlich doch schon vorbei. Schade. Geht's das nächste Mal also hier hoch? Ist das da oben schon der Gipfel? Oder ist der Gipfel ganz woanders? Okay, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wenn wir hier dann also bis hoch latschen und wohl irgendwas machen, damit das Ding nicht ausbricht. Obwohl ich nicht glaube, dass man das jetzt noch verhindern kann. Na naja, irgendwie wird es uns schon vom Gegenteil überzeugen wollen, das Spiel hier. Also, bis zum nächsten Mal.